Herzlich willkommen zum Schütze-Video. In diesem Video geht es um deine spirituelle Entwicklung in den nächsten 2 Monaten. Und dieses Video ist sowohl für Sternzeichen als auch für den Aszendenten Schütze. So, ich hätte gern eine Themenkarte, da fällt sie schon raus. Das Buch bzw. die Bücher, hier gut verschlossen sind, was so ein bisschen auf ein Geheimnis hindeutet. Ich bin mal gespannt, ob du dieses Geheimnis lüftest. Schauen wir doch mal, was die Lennemore-Karten noch dazu zu sagen haben. Ich verwende die Lennemore-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Der Brief ist rausgefallen. Wenn sich eine Karte zeigt, möchte sie gesehen werden. Mit dem Brief geht es um Kommunikation. Der Unterseite vom Deck liegen die Sterne. Das zeigt mir hier schon, dass es um die Spiritualität geht. Die Sterne sind die spirituelle Karte schlechthin. Und die Unterseite vom Deck, das zeigt natürlich, worum es geht. Wichtig ist auch die Karte, die mittig im Reading liegt. Das sind hier die Wege. Und mit den Wegen geht es um eine Entscheidung. Wir haben hier die Mäuse, das sind diese kleinen Unruhestifter, die dich zweifeln lassen an einem Neubeginn, daran Neuland zu begehen. Und gleichzeitig sehe ich aber die Sonne da in deinen Gedanken, also du bist sehr positiv, du hast Freude daran, mit dem Schlüssel hier, diese Türe, die sich öffnet, du hast wirklich Freude daran, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen, die sich dir bieten. Und eigentlich fändest du Erleuchtung auch gar nicht so schlecht, du befasst dich damit schon. Du möchtest schon gerne mehr Licht ins Verborgene bringen. Und Geheimnisse lüften. Und es gibt für dich diese Möglichkeiten. Und der Mond hier ist ebenso eine spirituelle Karte, die auch für Erfolg steht. Also du hast die Möglichkeiten, erfolgreich im Bereich Spiritualität zu sein. Wir haben hier die Schlange, die liegt in dem Bereich, den man normalerweise nicht einsehen kann. Das ist das, was du noch nicht weißt. Und mit der Schlange geht es darum, dass die Dinge sich verzögern, dass die langsam vorangehen. Spiritualität ist normalerweise ein Prozess, also die Entwicklung ist ein Prozess, der langsam verläuft. Ja, wir haben hier diese Entscheidung und die ist mit dem Kreuz schicksalhaft. Das Schicksal pusht deine spirituellen Fähigkeiten, aber es mindert auch ein bisschen mit diesem Hund hier dein Vertrauen da rein. Ja, die weitere Entwicklung, da ist eben dieses Schicksalskreuz wichtig. Und da geht es um diesen Neubeginn, der zu mehr Vertrauen führt. Dass du wirklich in die Dinge auch vertrauen kannst. Allerdings ist der halt so ein bisschen durch die Mäuse auch, naja, belastet, möchte ich mal sagen. Aber das Schicksal, wenn du diese klare Entscheidung triffst, dann wird das Schicksal dir diese Möglichkeit geben für diesen Neubeginn, schrittweise.
in kleinen Schritten langsam. Schauen wir doch mal, was die Karten noch zu sagen haben. Ich möchte gerne wissen, was das mit den Mäusen auf sich hat. Eine Karte bitte zu den Mäusen. Kannst du denn damit umgehen? Also ich merke einfach, du kannst dich ja noch nicht so recht für diese Spiritualität entscheiden. Wegen diesen Mäusen, die halten dich da einfach noch ein bisschen von ab, um zu deinem vollen Potenzial zu kommen. Okay, was gibt's noch zu den Mäusen zu sagen? Bitte eine Karte, da fällt sie raus. Der Park und die Lilie. Das ist ja Wahnsinn. Also die Lilie ist diese Harmoniekarte, diese innere Balance. Und der Park, der steht auch für die Natur und fürs äußere Umfeld. Du kannst versuchen, übers äußere Umfeld ja in den Zustand zu kommen, der diese Mäuse vertreibt. Aber ich denke, für die meisten ist es so, dass die Natur, der Kontakt zur Natur euch da sehr helfen kann, in diese innere Balance zu kommen und dass die einfach nötig ist. Und diese Mäuse sind ja diese Unruhestifter, diese, die bringen dich immer wieder aus der Balance. Und deshalb ist es so schwierig für dich mit dieser Spiritualität. Ja, ich bekomme jetzt auch gerade für jemanden rein, der ein kleines Kind hat, beziehungsweise die ein kleines Kind hat, dass das so das Problem ist, dass man nicht zur Ruhe kommt. Ja, vielleicht musst du halt mal schauen, dass du mal das Kind zu jemandem bringst, Babysitter, am besten Familie natürlich, wo sich das Kind auch wohlfühlt und wo du auch wirklich beruhigt sein kannst, dass du mal ein bisschen mehr Zeit für dich hast. Ja, ansonsten für die meisten geht es hier eben tatsächlich um den Neubeginn, um die ersten Schritte hier und dass man hier versucht, diese Mäuse einfach auszuschalten im Sinne von diese Unruhe. Das können natürlich auch Gedanken sein, die im Kopf rumschwirren, Sorgen oder irgendwas. Ich wüsste dann gerne noch, wie sich das hier weiterentwickelt. Eine Karte bitte über die 2 Monate hinaus. Da haben wir die Wolken und die Ringe. Also mit den Wolken geht es hier um Unklarheiten und mit den Ringen geht es um die Verbindungen, die du hast. Für einige geht es auch darum, sich klar zu entscheiden. Also es ist, ihr seid euch einfach unsicher, ob ihr euch da klar für diese Spiritualität entscheiden sollt. Ob ihr wirklich hier dieses Schloss öffnen wollt und so vieles wissen. Schauen wir doch mal, was es hier noch für ein Rat für euch gibt. Gibt es da noch ein Rat für euch? Eine Karte bitte. Finde deinen Ruhepol, ja, darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Du brauchst einfach Ruhe, damit sich deine Spiritualität richtig entwickeln kann. Ihr Lieben,
Ich hoffe, das Reading hat euch was gebracht. Falls ja, lasst mir gern ein Like da und super gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich natürlich auch über dein Abo. Ich wünsche dir viel Erfolg. Alles Gute, komm gut durch die Zeit.